Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Tag 13, 21 Uhr 42. Soll heißen, gleich wird es wieder dunkel. Und ich möchte ganz gerne zur Sicherheit ein bisschen hier drin bleiben, im Inneren meiner Basis. Die Frage ist nur, was machen wir in der Zwischenzeit? Was könnte ich noch tun? Ich könnte auf alle Fälle gleich mal die Säulen entsprechend aufwerten. Habe ich noch Pflastersteine? Hier schon mal nicht, aber da habe ich auf alle Fälle noch Stahlgerüste. Nehme die auch gleich mal mit, weil die kann ich dann später noch brauchen. Und, da habe ich die Pflastersteine. Komplett übersehen. So, perfekt. Und habe ich eigentlich noch einen Klauenhammer? Muss ich direkt mal gucken. Den hatte ich noch nicht. Oder habe ich den schon gefunden? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich kenne meinen Loot nicht auswendig. Ich weiß, das ist nicht unbedingt gut. Aber nee, ich habe noch gar keinen Klauenhammer. Ja, dann wird es aber mal allerhöchste Zeit, dass ich da einen herstelle. Was braucht man dafür, für diesen Klauenhammer? Oder Zimmererhammer? Geschmiedetes Eisen und Holz. Na dann. Ah, okay. Gar nicht unter den Favoriten drin. Dann gleich mal ein bisschen geschmiedetes Eisen herstellen. Und ich glaube, da drin war auch noch was, oder? Ah ja. Dreimal geschmiedetes Eisen. Perfekt. Nehmen wir mit. Und dann nur noch kurz gedulden, weil dann können wir gleich mal den Hammer in Auftrag geben. Dann geht auch das Aufwerten der Blöcke ein bisschen zügiger. Und was sehe ich hier eigentlich noch? Bürostühle. Die könnte ich gleich mal zerlegen, genauso wie die Holzstühle. Ich habe schon wieder so viele Dinge dabei, die ich zerlegen kann. Ah, okay, Warteschlange ist voll. So, perfekt. Na, wer sagt's denn? Der Klauenhammer wird hergestellt. Circa eine Minute dauert's. Und ja, in der Zwischenzeit können wir gleich mal die Stahlgerüste hier oben platzieren. Damit ich da auch mal fertig werde. Mit der Decke. Ist halt zwar ein bisschen schade, dass ich aktuell keinen Beton vorrätig habe, aber gut, was soll's. Hauptsache, ich kann mich hier oben ein bisschen frei bewegen. Das ist erstmal das Wichtigste. Weil dann wird's auch mit der Horde ein bisschen leichter. So, sehr schön. Ab nach unten. Und wie schaut's hier aus? Okay, dauert noch ganz kurz. Dann machen wir es einfach in der Zwischenzeit so, dass wir hier noch ein bisschen was zerlegen. Die ganzen Klamotten. Die hebe ich mir jetzt mal zur Vorsicht auf. Vielleicht brauchen wir die, beziehungsweise vielleicht können wir die auch dem Händler andrehen. Schauen wir mal, ob er sie haben will oder nicht beim nächsten Mal. So, der Hammer ist fertig. Das trifft sich gut. Das nehmen wir gleich mal mit. Und ja, dann legen wir auch gleich mal los. Block für Block wird hier aufgewertet. Bin mal gespannt, ob die Pflastersteine reichen, aber nur gut, im schlimmsten Fall muss ich noch ein paar herstellen. Die sind ja zum Glück vergleichsweise günstig in der Herstellung. Kosten ja nicht die Welt.
Wie viel habe ich eigentlich noch? Okay, 21. Das ist nicht mehr viel. Das ist gar nicht mehr viel. Reicht noch gerade so für diesen Block hier. Ah ja, die Blöcke habe ich ja sowieso schon entsprechend mit Beton verstärkt. Dann fehlt eigentlich nur noch die Rückseite und natürlich auch noch die Säulen hier. Die sollte ich auch noch entsprechend aufwerten. Steine. Da haben wir Steine. Da haben wir noch lehmige Erde, das ist gut. Dann gleich mal Pflastersteine craften. Ah, habe ich die hier gar nicht drin, oder wie? Ah doch, hier. So, perfekt. Weiter geht's. Oder auch nicht. Ah, ich muss mich ein bisschen gedulden. Ich kann aber doch schon wieder was skillen, oder? Genau, ich habe einen Punkt übrig. Jetzt ist halt die Frage, was skill ich denn? Lucky Looter. Lucky Looter wäre auch mal so ein Skill, der gewiss nicht verkehrt ist. Weil dadurch bekomme ich einen Loot-Bonus. Noch dazu kann ich um 10% schneller looten mit der ersten Stufe. Ich glaube, das machen wir auf alle Fälle. Weil dann finde ich vielleicht auch mal ein paar gute Dinge. Ein Punkt ist da sicherlich nicht schlecht investiert, denke ich mal. Und allzu viele Erfahrungspunkte brauchen wir sowieso nicht mehr. Fürs nächste Level. Umso besser. Na, komme ich da gar nicht hin? Ah doch. So, sehr schön. Also, die untere Reihe ist soweit fertig. Machen wir weiter mit den Säulen. Damit sich die Zombies da schön an Tag 14 die Zähne ausbeißen können. Ah, okay, ich habe schon wieder keine Pflastersteine mehr. Nun gut, dann muss ich da halt im Morgengrau ein bisschen Nachschub ran schaffen. Ja, die Kisten hier vorne sind ja auch nicht gerade optimal platziert. Wenn da die Zombies draußen stehen und durchschlagen, nehmen die Kisten mit Sicherheit Schaden. Und das will ich nicht, das wäre schlecht. Ich muss die irgendwo anders platzieren. Die Frage ist nur wo. Vielleicht hier. Dass ich hier ein paar Kisten ranpacke an die Säule. Könnte man machen. Andererseits fällt mir aber noch was ein. Es gibt doch auch noch diese anderen Kisten. Diese, wie heißen sie? Lagerkisten, glaube ich, oder? Lager, genau, Lagerkiste. Dafür bräuchte ich Nägel und Holz, aber der entscheidende Vorteil ist, ich kann die mit einem Symbol versehen. Das wäre richtig gut. Nägel, habe ich Nägel? 3 Stück, ja, damit komme ich nicht weit. Aber gut, dann stellen wir uns einfach noch ein paar Nägel her. Weil hier habe ich ja auch keine mehr, oder? Nee. Nun gut, dann wollen wir doch mal ein bisschen Eisen einschmelzen. Und dann gleich im Nachhinein Nägel craften. Nägel. Da haben wir sie. 15 Stück werden hergestellt. So, perfekt. Die ist auch gleich fertig, die Lagerkiste. So mag ich das. Läuft wie am Schnürchen. So, und dann würde ich nämlich sagen, dass wir die Kiste einfach hier oben reinpacken, in die Decke. Und zwar genau hierhin. Und vielleicht sogar auch noch hier eine. Hier eine und ja, schauen wir mal. Vielleicht kommt hier auch noch eine hin. Auf alle Fälle
Können wir nämlich dann von unten drauf zugreifen. Als auch von oben. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Vorteil. Zum einen sparen wir Platz und zum anderen ist es ein bisschen praktischer. So, ich habe doch sicherlich auch schon Malerpinsel hier irgendwo. Die Frage ist nur wo. Ah ja, hier. Wenn ich die Augen aufmachen würde, gell? Das würde vieles vereinfachen. So, und dann noch eben anmalen die Kiste. Wie ging das noch gleich? Materials. Ah ja, genau. So, was packen wir in die Kiste rein? Lebensmittel auf alle Fälle. Wäre nicht verkehrt. Oder aber wir packen hier einfach mal, ja, solche allgemeinen Teile rein wie Baumaterial, Eisenerz und sowas. Ich glaube, da eignet sich das Symbol ganz gut dafür. Ein anderes Symbol gibt es hier eigentlich nicht, das zutreffen wäre. Nee, da auf alle Fälle nicht. Okay, nee, dann nehmen wir das gleich mal. So, perfekt. Einmal angemalt. Und hier oben natürlich auch noch. Sehr schön. So, ich brauche noch mehr Nägel. Nägel, stellen wir noch einen Schwung her, und zwar 60 Stück. Das reicht dann aber auch für den Anfang. Ja, und in der Zwischenzeit gleich mal ein bisschen was einsortieren. Das braucht man nicht mehr. Das nehmen wir mit. Das hier können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Die Kohle auf alle Fälle auch. Und ansonsten sehe ich hier nur noch den Bruchsand. Betonmischung. Gut, die können wir auch mal einsammeln. Das kommt hier raus und ansonsten nichts mehr. Doch, das Messing. Das nehmen wir auch noch mit. Wenn schon, denn schon. Machen wir es mal so. Dann der Bruchsand kommt hier hin. Betonmischung. Gut, die können wir hier hinpacken. Die Kohle kommt dann hier hin und das Nitratpulver packen wir hier so hin. Lehmige Erde braucht man nicht. So weit, so gut. Und die Stahlgerüste, stimmt, die brauche ich aktuell auch nicht. Okay. Mann, fühlt sich das gut an, wenn man hier mal ein bisschen Ordnung reinbringt. Ich habe das einfach viel zu lange vernachlässigt. So, die Nägel sind auch fertig. Sehr schön. Drei weitere Kisten können hergestellt werden. Und dann soll's mal klappen mit der Ordnung. Hoffentlich in der nächsten Zeit. Schauen wir mal. Oder packe ich vielleicht hier eher was anderes hin? Eher hier noch ein Stahlgerüst. Dann machen wir es vielleicht so, dass wir hier eher noch die Kisten platzieren. Hoffentlich hält die jetzt aber das aus, wenn ich den Block wegnehme. Puh, Glück gehabt. Glück gehabt. So, die Kisten braucht man. Sehr schön. Dann machen wir es hier noch so und so. Perfekt. Ja, und dann kommt hier gleich mal die Nahrung rein. Nahrung. Nahrung haben wir hier. Zack. Und einmal noch so. Okay. Und auf die Seite. Was packt man da rein? Da packt man rein Waffen und Munition. Die Waffen kommen hier hin. Und die Munition kommt direkt darunter. Na, jetzt ging's. Gar nicht so leicht immer, die Treppe hier runter zu kommen. Treppe, sage ich schon. Leiter meine ich natürlich.
Okay, soweit so gut. Sehr schön. Muss ich mich zwar auch erstmal dran gewöhnen, dass ich hier immer hochgucken muss zu den Kisten, aber ich glaube, sobald man das mal drin hat, geht es ganz leicht von der Hand. So, Nahrung. Nahrung habe ich hier. In Hülle und Fülle. Nun ja, ganz so viel ist es vielleicht nicht, aber zumindest ein bisschen was. So, da haben wir noch Messing zum Beispiel. Das verstauen wir dann auch gleich mal. Das können wir mitnehmen und das können wir hier auch noch mitnehmen. Und dann erstmal einsortieren. So, Wildbret kommt hier hin. Das ganze Saatgut kommt hier unten hin. Golden Rod kommt dahin. Dann Glaskrüge braucht man nicht. Da habe ich noch Wasser dabei. Okay. Machen wir es vielleicht so. Nee, halt. So wollte ich es eigentlich. Erst ist es leer, dann wird es trüb, dann wird es abgekocht. Maismehl kommt hier hin. Diese ganzen Früchte kommen hier mal rein und die Eier packt man am besten da oben dazu. Okay, habe ich irgendwas vergessen? Ja, Kaffeesamen. Aber jetzt ist alles unter Dach und Fach. Schön, schön. So, das wollte ich noch verstauen. Eisenbruchstücke packen wir hier hin. Pflastersteine kommen dann hier so hin. Okay, halt, Maiskolben. Aber gut, ich muss sowieso noch ein bisschen Wasser rausnehmen. Das gehört raus. Dann habe ich hier zum Beispiel noch Saatgut. Einfach damit mal alles ein bisschen aufgeräumt ist. Die Waffen und die Munition nehmen wir auch gleich mit. Haben wir noch Blei. Viele Dinge, die ich einfach kreuz und quer reingeworfen habe. Mann, oh Mann. So, alte Stühle sind auch noch. Weg damit. Mann, oh Mann. Da hat sich echt viel Zeugs angesammelt. Okay. So, der Maiskolben. Dann machen wir es vielleicht so, packen wir das in die Reihe, weil Saatgut kommt da sicherlich noch mehr dazu. So, Snowball. Snowball braucht man fürs Wasser. Kommt dann hier oben hin. Ah, es ist 4 Uhr. Coole Sache. Da vergeht die Zeit wie im Flug, wenn man mal ein bisschen am Einsortieren ist. Aber ich denke, geschadet hat es mit Sicherheit nicht. So, die ganze Munition wollte ich noch eben verstauen. Oder zumindest einen Teil davon. Was haben wir hier? Eisenbolzen, das sind Stahlbolzen und das sind normale Steinbolzen. Das sind Patronenhülsen, Federn kommen hier hin. Soweit, so gut. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, holen wir jetzt vielleicht noch ein paar Steine, oder? Auf die Schnelle, weil aktuell sind keine Zombies draußen und Holz bräuchte ich noch. Steine und Holz. Damit wir hier auch mal weitermachen können. Wie viele Spikes brauche ich eigentlich noch ungefähr? Na, die ganze Reihe. Oh Mann, oh Mann. Nicht mit dem Malerpinsel hier rumfuchteln. Dann muss ich die Reihe hier noch entsprechend verkleiden und da muss ich sowieso noch buddeln. Okay, habe ich die Schaufel dabei? Ja, sehr schön. Dann machen wir das vielleicht noch geschwind. Na, wenn es denn ginge, jetzt geht's. Komm, sag mal was. Schon funktioniert's. Oh weia. Die Ausdauer mal wieder. Die macht mir hier einen Strich durch die Rechnung. Aber gut. Ist ja zum Glück nicht mehr viel. Nur noch ein bisschen Erde müssen wir hier von A nach B bewegen.
Und Erfahrungspunkte gibt's ja auch. Von daher. So, fast geschafft. Knackt man noch das nächste Level? Ah, ich glaube nicht, oder? Nee, mit den beiden Blöcken. Oh Mann, die ich hier noch wegbuddle. Eieieiei, so, raus mit dir. Das hat mir gerade noch gefehlt, dass die hier loskreischt. So, nix wie rein da. Und die Armbrust erstmal ausrüsten. Ja, ist ja gut da draußen. Ist ja gut da draußen. So, ich habe meine Munition weggepackt. Auch eher kontraproduktiv. Und Patronen habe ich aber noch dabei. Zum Glück. So, erstmal die Kreischerin. Ja, ist ja gut da unten. So, die ist Geschichte. Von wo kommen sie? Von überall kommen sie. Da hinten ist noch eine Kreischerin. Ich brauche mein Gewehr. Ich brauche mein Gewehr. Da denkt man nichts Böses. Will hier noch ein bisschen rumbuddeln und dann sowas. Mann, oh Mann. Aber gut. Sehr schön. Level 28. Passt perfekt. Haben wir das nächste Level doch noch geknackt. So, dich wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich die Kreischeln, aber ich glaube, die habe ich schon ins Jenseits befördert. So, jetzt aber schnell runter, weil die zerlegen mir die ganze Bude. Oh Mann. Nicht gut, nicht gut. So, hier rüber. Hier spielt die Musik. Ja, genau. Schön rein in die Spitzen. Immer rein da. Immer rein da. Habt ihr recht. Die erste ist schon tot. Nummer 2 ist Geschichte. Also die Spitzen sind echt Gold wert. Ich muss halt nachher wieder ein paar Spitzen herstellen, aber gut, was soll's. Dafür sind sie ja da. Dass sie hier die Zombies bisschen verlangsamen. Und bisschen schwächen. So, von hinten droht keine Gefahr, oder? Nee. Zum Glück nicht. Wunderbar. Noch eine tot. Die will nicht sterben anscheinend. Na komm, tu mir den Gefallen. Fall endlich um. Perfekt. Hey cool, die hat's auch schon überstanden. Also die Spitzen sind echt Gold wert. Kann man sagen, was man will. Nee, der steht wieder auf. Meine Bolzen gehen zur Neige. Aber für den hier dürfte es noch reichen. Na, wer sagt's denn? Alle Zombies beseitigt. Sehr schön. So, wie schaut's hier vorne aus? Ja, die Spitzen sind eigentlich noch ganz gut in Schuss. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Zwar hier die Reihe ist kaputt gegangen und hier ein paar, aber alles in allem hätte es auch schlimmer kommen können. Ihr Lieben, ich bin damit auch schon wieder am Ende dieser Folge von 7 Days to Die angekommen. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus!